Seit der neuen Tinbox gibt es ein neues Monster, und zwar Dragoon of the Red Dice. Dieses mächtige Fusionsmonster hält die Meta ganz schön auf Trab. Wie kommt man dagegen an und welche Kombos gibt es überhaupt mit ihm? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, die Red Dice Fusion ist draußen und ja, viele Decks können es spielen. Es ist sehr, ja, einfach zu taggen, man braucht nur ein paar gewisse Karten und Anaconda löst das ganze Problem, um es eben, man muss es gar nicht auf der Hand haben, man kann es einfach aus dem Deck aktivieren und beschwören. Doch wie funktioniert das Ganze? Wie kann man Dragoon denn outen? Beziehungsweise wie macht man die Kombos mit Dragoon? Das Ganze gucken wir uns heute mal an, wir gucken uns ein paar Replays von den ganzen an und fangen einfach ganz simpel an, wie man Dragoon outen kann. Wir fangen einfach hier an mit einem ganz einfachen Replay. Ja, es gibt einfache Outs und weniger einfache Outs, also Outs, die natürlich sehr logisch sind und Outs, die nicht so logisch sind. Wie gesagt, wir machen das jetzt über Red Ice Fusion. Es geht nur darum, wie wir den einen outen können. Natürlich, der Gegner hat wahrscheinlich viel, viel mehr dort liegen und dann, ja, könnt ihr ihn nicht outen. Aber wir sehen jetzt hier, er hat schon negated und ja, wir haben einen 4000er Beatstick da liegen. Schwer zu outen, aber, ja, Barload. Barload endet, übernimmt einfach, fertig. Ganz einfach, geoutet, sehr, sehr simpel. Dann natürlich ebenfalls eine sehr, sehr simple Variante ist Dark Ruler No More. Ich glaube, da brauche ich drüber nicht reden so groß. Ja, ne, der Gegner hat das, Dark Ruler No More kommt und das war's dann Ganze. Es kann halt passieren, dass euer Gegner wirklich halt einfach nur mit den Red Eyes endet, wenn er irgendwie gebrickt hat oder so. Er geht gerade so auf Anaconda, beschwört noch so ein Red Eyes, aber ja, Dark Ruler hilft da sehr. Und ich denke mal, Dark Ruler No More ist eine Karte, die eventuell jetzt ein bisschen besser geworden ist. Jedoch nicht so gut, wie man denkt, denn, naja, wie gesagt, man ruft ja ihn nicht alleine. Kommen wir zum nächsten, und zwar, ja, ganz simpel, einfach, wieder, wir gehen Stück für Stück durch, simpel, und zwar verbotener Tropfen. Ich meine, ja, ein Monster Negator for free, ich meine, ATK wird halbiert, also 1,5 nur noch, einfach zu outen, zum drüberrennen, und, das ist halt sehr, sehr gut. Und ja, ist halt auch eine sehr, sehr einfache Variante. Wie gesagt, Leute, wir kommen noch zu den interessanteren Varianten. Dann natürlich Kaiju oder Super Poly funktioniert natürlich auch. Aber welche Variante auch sehr, sehr cool ist, ist diese hier. Ja, wir haben verbotene Tropfen auf der Hand, aber es geht hier nicht um verbotene Tropfen, sondern um was viel, 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 viel cooleres. Und zwar, wir sehen es jetzt hier, Dragoon wird seinen Effekt nutzen, negated Landformen und jetzt, ja, ich meine einfach mal Tactical Talents und tada! Schon habt ihr einen Dragoon mit 4000 und das kann dann schon schnell mal der OTK sein. Deswegen Tacticals jetzt auch eine Karte, die auf jeden Fall wesentlich spielstärker geworden ist. Ja, einfach durch halt den Red Ice. So, das hier jetzt dazu. Doch jetzt wollt ihr sehen, welche Kombos kann man machen und wie sieht das Ganze aus. Ja, wir fangen einfach an mit einer einfachen Sache und zwar Infernoble Knight. Wir hatten schon eine Combo gezeigt und wir zeigen jetzt hier die Combo halt, wenn man Anaconda hat. Also wer das vergangene Video nicht gesehen hat, guckt einfach mal vorbei. Wir haben schon ein Video zu Infernoble Knight gemacht. Ja, wir fangen jetzt hier ganz normal an. Also Infernoble Knight Action, ja, Isolde mit Neo Space. Man hätte jetzt natürlich Neo Space nutzen können, aber es geht hier nur ums Beispiel, ne? Es geht hier einfach nur ums Beispiel, wie man das Ganze hier spielen kann. Link Cross und den Six Samurai Spezial schon aus dem Deck. Wieder Leute, guckt euch das andere Video an. Das sind keine Neuheiten hier. Jetzt synchronisieren wir hier und holen uns einen Extender wieder, holen uns das Seepferdchen, auch das ist nicht neu und haben hier schon den Emperor. Und der Emperor ist natürlich sehr, sehr stark, ja, sehen wir gleich natürlich auch nochmal. Dann haben wir hier die Möglichkeit, nochmal ein bisschen zu extenden und vor allen Dingen hier halt auch dann halt Needle Fiber zu beschwören. Was nochmal sehr, sehr cool ist, dass wir hier Needle Fiber da noch zusätzlich drauf, ja, legen einfach, um weiter hier Action zu machen. Ihr seht, krasse Kombos auf jeden Fall. Anaconda ist da. Ja, Anaconda ist natürlich der Schlüssel hier zum Ganzen. Aber Savage ist noch zusätzlich da. Savage kriegt ein Negate, Doppel-Negate. Natürlich kann er noch einmal pro Spielzug negaten, aber ihr habt zwei Counter auf sie. Dann können wir natürlich Anaconda nutzen. Rufen und hier noch den Dragoon. Das heißt, wir haben hier schon Doppel-Negate, was einfach sehr, sehr praktisch ist. Und dann haben wir sogar noch für Dragoon eine Karte, ne, ganz wichtig, eine Karte, die nicht wehtut. Und in der Endphase können wir noch hier unseren wunderschönen Emperor nutzen. Und ja, Leute, wir klauen einfach noch eine wunderschöne Handkarte, die wir uns ausruhen können. Und das war's dann. Das ist die Combo, die neue. Und ich würde sagen, die ist ziemlich, ziemlich stark. Denn wir haben hier Doppel-Negate, also
mehr als Negate und haben eine wichtige Handkarte geklaut. Und das ist einfach alles mit einer 2-Karten-Kombo. Das bedeutet, ihr habt eigentlich noch zusätzlich hier Handkarten in der Hand. Das heißt, am Ende geht ihr mit 5 Handkarten ab, habt eigentlich dieses Feld. Das heißt, der Gegner wird schon sehr schwer nur da durchkommen. Denn was soll er groß tun? Natürlich gibt es hier auch Möglichkeiten, dieses Feld zu outen. Wir haben ja schon drüber geredet, zum Beispiel Dark Ruler and More ist eine Option. Oder. Aber ich denke mal, in Zukunft werden die Felder sich auch ein bisschen verändern. Denn man hätte ja auch hier statt Savage Dragon einfach Union Carrier machen können. Und mit Union Carrier einfach das Blade ausrüsten können. Und dann wäre ein Spezialbeschwörung von Extra Deck gelockt. Und das wäre dann auch sehr, sehr anti. Das hier auf jeden Fall zur Combo. Fand ich sehr nett, das nochmal zu sehen. Dann Jet Synchro. Ja, Leute, wir müssen uns Jet Synchro antun. Jet Synchro alleine ist einfach broken. Ihr braucht nur ein Jet Synchro und habt Full Combo. Das kennen wir schon. Aus Eldritch Combo oder so, weil es ist eine One-Card-Needle-Fiber-Combo. Deswegen machen wir dann hier Needle-Fiber. Machen ja Link Cross. Bis hierhin alles relativ normal. Jetzt gehen wir jedoch in Herald und rufen dann hier halt dementsprechend unser Token. Gehen damit den Link Spider und haben dann die Interconda und haben dann hier, wenn wir hier weitermachen, einfach noch den Red Eyes dazu. Das heißt, wir haben hier einen Herald und ein Red Eyes. Das ist ganz nett. Aber natürlich nicht ultra broken, das ist mir bewusst. Ich denke mal, wir gucken uns das an, was passiert, wenn ihr Impermanence wird. Und das ist ein Szenario, das ihr bedenken müsst. Bisher Needle Fiber Combos, easy, easy, alles klar. Impermanence auf Needle Fiber. Was kann dann kommen? Dann kann auch kommen, dass ein Formel-Synchron in deinen Zug kommt oder so. Vielleicht noch Synchro-Actions in deinen Zug kommt. Aber generell habt ihr dann erstmal, wie gesagt, erstmal, wenn er nicht genug Extender hat, die Gegner aufgehalten. Aber jetzt, Leute, nee, so leicht ist das nicht. Denn wir haben Jet-Synchron, ganz normal Combo, das ist jetzt wieder simpel. Gehen in Needle Fiber. Und jetzt kommt natürlich hier die Impermanence. So. Das ist ja wunderschön, doch das reicht nicht, denn jetzt gehen wir einfach in Link Cross. Link Cross holt uns 2 wunderschöne Token. Wir haben noch den Link Kuribo im Grave, machen Link Kuribo. Dann können wir einfach 2 Monster in Anaconda gehen und können einfach immer noch mit einer One-Karten-Kombo. Der Gegner hat eine Karte verloren, haben den Red Eyes draußen. Das heißt, der Gegner hat eine Karte verloren und wir haben den Red Eyes. Klar, ne, ist klar, wenn es durchgekommen wäre mit Needle Fiber, wäre das Feld besser. Aber so hat der Gegner nur noch 4 Karten, beziehungsweise dran ist 5 Karten. Und wir haben auch noch 4 Karten plus ein Negate. Ist also, eigentlich ziemlich gut und ziemlich nice. Und ich finde, die Kombo ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und dann kommen wir zur großen Combo nochmal. Und zwar hier dann halt mit einem Extender quasi. Wir sehen hier dann Jet Synchro Combo wieder. Das ist halt Standard, ey. Also, wenn ihr immer noch nicht wisst, wie das funktioniert, dann seid ihr auf jeden Fall nicht aktuell in der Meta. Hier ist dann der Extender halt für die Anaconda. Ja, sehr wichtig hier auf jeden Fall. Hier kommt der Aroadon. Aroadon natürlich super gut, um dann hier natürlich den Savage bauen zu wollen. Also man arbeitet hier ja doch sehr vor. Dann den Orion, natürlich hier 2 drin. Geht dann Savage, rüstet aus. Und da kommt dann nochmal daneben halt hier dann dementsprechend der wunderschöne Red Eyes. Und Double Negate mit einem Extender mehr. Ist auf jeden Fall, lässt sich sehen. Dann kommen wir jetzt jedoch zu einer, ich sag mal, ja, ihr habt jetzt gesehen, wie man es aufhalten könnt. Ihr habt gesehen, wie es in Noble Knight funktioniert. Jetzt seht ihr mal, wie es halt in Dragon Link ausrasten kann. Und dort muss ich vorab sagen, man kann das Board anders bauen. Man muss es nicht so bauen. Aber gucken wir uns einfach an, wir spielen hier Dragon Link. Dragon Link natürlich auch sehr profitiert von diesen ganzen Pianek. Wir gehen in Needle Fiber. Das ist jetzt erstmal halt relativ Standard wieder. Needle Fiber irgendwie, also in jedem Deck. Man merkt schon, ist Needle Fiber das Problem oder andere Karten? Man weiß es natürlich nicht. Link Cross, auch eine sehr, sehr wichtige Karte hier, um halt einfach weitere Extender zu haben. Synchro-Beschwörung ist auch immer wichtiger geworden. Man merkt natürlich auch hier, sehr, sehr Nibiru-anfällig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann kommen hier die ersten 2 neuen Karten, und zwar Mother Dragon und einmal das Rosenmädchen. Das Rosenmädchen wurde schon in den ein oder anderen Deck gespielt. Hier jetzt mit Schwarzer Garten. Dann haben wir Chaos Bay, ziehen selber Nibiru nach, was halt sehr, sehr ironisch ist, wenn man sich so recht überlegt. Dann kriegen wir hier, ja, er wird immer öfter gespielt. Warum?
Ja, zwei Monster, ziemlich einfache Beschwörungsbedingungen und Drache. Ja, aber wir können auch sogar einen Effekt nutzen und halt uns hier den kleinen Buster reinlegen. Aber weiter geht's. LP spezialbeschwört, Pisty kommt, Red Eyes darf gesearched werden, Pisty holt sich den Red Eyes. Das ist jetzt halt, wenn man halt dementsprechend den Red Eyes nur noch once per turn hat, was ein bisschen schade ist, aber halt nicht so schlimm ist, denn man kann jetzt hier mit dem Black Metal hier doppelt sich halt hier dann suchen. So, dann können wir den Striker Dragon hier nutzen, können halt schießen. Ihr merkt, die Handkarten sind schon sehr, sehr groß. Weiter geht's in der Kombo. Schwarze Rosenkarte. Jetzt kommt Red Metal Dragon. Wie gesagt, ist halt hier mit dem Errata dementsprechend hier jetzt natürlich once per turn. Und weiter geht's. Rosenmädchen kommt, zerschießt alles und spezialbeschwört sich. Machen wir halt einfach, um halt einen Extender weiter zu haben. Mother Dragon triggert dann hier. Und ja, da kommt der erste Red Eyes. Der erste Red Eyes ist da. Dann kommt hier ein Proxy-F-Magier. Und wir wollen das Ganze ja machen, um ein absurd krankes Board zu legen, was aber nicht so krank ist, wie ihr denkt. Wir werden es gleich sehen. So, wir sehen hier Anaconda. Ja, wir können weiter Action machen. Also das ist halt schon, ich sag mal, anders krass eigentlich, ne? Wir kommen noch Savage Dragon daneben. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Dann kommt noch die Red Eyes Fusion und dann haben wir dieses Feld. Es sieht heftig aus. 4 Negates. 4 Negates einfach. 4 alles Negates. Das ist Bro. Aber dieses Feld verliert instant gegen Dark Ruler No More. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, au, Dark Ruler No More, ja, tut weh. Und genau deswegen wird dies hier wahrscheinlich nie passieren, diese Combo. Diese Combo werdet ihr wahrscheinlich niemals sehen. Warum? Ihr seht, wir hatten sehr, sehr, sehr viele Extender auf dem Feld. Also ganz viele Extender und hatten ganz viele Monster. Und warum in 4 generelle Negates gehen, die einfach gegen Karten wie zum Beispiel Dark Ruler No More verlieren. Super Podi wäre auch sehr, sehr lustig hier mit 4 Darks, beziehungsweise 5 Darks. Ja, warum sollte man so ein Feld legen? Wenn man einfach mit Union Carrier hier Savage einfach ausrüsten könnte, mit halt unseren Welpen, der hier sogar im Deck ist. Also einfach den Dragon Buster Lock auf Savage. Warum nicht? Warum sollte ich den nicht rufen? Warum muss ich einen Negate mehr haben? Und so weiter und so fort. Man könnte Dueller noch legen. Man könnte diversere Karten machen, die nicht so anfällig sind. Man merkt schon, es gibt immer mehr Möglichkeiten, den Gegner einfach an Spielen zu verhindern. Und ja, der Red Eyes ist dann immer noch wichtig. Also die zwei würden einfach nicht sein. Hier würde einfach ein Carrier sein, der danach ausrüstet. Und hier wird noch wahrscheinlich ein Dueller liegen. Das heißt, wir haben einen Dueller, Welpen ausgerüstet und Doppel-Negate. Was wesentlich stärker ist als diese 4 Negates. Klingt komisch, ist aber die Wahrheit und trotzdem ist dieses Feld einfach sehr beeindruckend, denn es sieht schon sehr, sehr mächtig aus, hier einfach 4 Negates, Omni-Negates, liegen zu haben. Aber wir haben noch eine letzte Combo und zwar, ja, eine kleine Combo. Endlich, Leute. Endlich, da müssen wir natürlich auch nochmal was zeigen hier und wir machen aber mit Deathbot los. Ja, Leute, ihr wisst, wie es losgeht. Wir brauchen Needlefiber. Wir brauchen Needlefiber und wenn wir Needlefiber haben, dann können wir comboen und wenn wir comboen können, dann comboen wir auch. So, ein Extender hier, damit wir halt unsere wunderschöne Anaconda haben. Also, oft ist es so, dass man natürlich leicht in Anaconda gehen kann. Man kann natürlich versuchen, einfach die stumpfe Needlefiber-Combo durchzubringen. Das heißt, auf Savage und Herald enden zu wollen oder die Draw-Engine zu spielen, je nachdem, wie viel Platz ihr halt im Extra-Deck habt. Aber, dann, wenn ihr interrupted werdet, könnt ihr dann einfach auf Anaconda umswitchen. Oder wenn ihr halt noch Extend habt, könnt ihr sie zusätzlich bauen. Aber ja, das wird zu gucken, wie sich das Ganze etabliert. Hier jetzt natürlich Aurora Dawn Place. Ja, ist halt nichts Besonderes, ne? Ist halt, ja, sehr einfach hier. Wir sehen hier, ihr seht schon, Savage Herald. Ja, da brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Savage Herald kommt hier mit einem Dragoon daneben. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, denn, Leute, auch hier Triple Negate. Und das wiederum muss man sagen, hier ist Triple Negate, aber es wurde nicht so viel gemacht. Was haben wir gebraucht? Wir haben einen Extender gebraucht und, ja, ein Needle Fiber. Das heißt, streng genommen eine 2,5 Karten-Kombo. Und das ist, würde ich sagen, auch somit das Beste, was geht. Weil alles andere war eher komplett übertrieben. Außer natürlich die Infernoble Knight-Kombo. Die war natürlich auf jeden Fall super gut. Und ist auch, glaube ich, eine Variante, die sich wahrscheinlich durchsetzen wird. Aber hier jetzt, das ist, glaube ich, so die beste Variante, wie ihr halt euren Red Eyes nutzen könnt. Denn selbst wenn er ein Out hat für den Red Eyes, habt ihr immer noch Savage und Herold.
die beide schon sehr, sehr gut sind. Und ja, ich würde sagen, ist eigentlich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, es ist keine krasse Combo. Ihr habt noch zwei Karten in der Hand. Also krasse Combo im Sinne von braucht viele Karten. Und dementsprechend ist das dann hier das Endboard. Ja, so. Das war ein Überblick von diversen Kombos. Wie könnt ihr es outen? Wie könnt ihr ihn spielen? Wie könnt ihr in der Combo benutzen? Und wie übertreibt ihr einfach richtig? Wie gesagt, ich gehe nochmal davon aus, dass diese Karte auf jeden Fall die Meta sehr hart beeinflussen wird. Und auch eventuell einfach immer die Notoption sein wird. Wenn zum Beispiel alles aufgehalten wird. Ja, okay. Zwei Effektmonster. Flup. Go for it. Und da liegt einfach dann ein Red Eyes. Kann sehr, sehr krass kommen da natürlich. Und auch, ja, eventuell der Todesstoß für den Gegner sein. Aber was haltet ihr von dem Ganzen? Sagt ihr euch, ja, Red Eyes ist überhyped, ist gar nicht so stark. Oder sagt ihr euch, bitte, irgendwie ban, viel zu broken, viel zu heftig. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald.